Yo Leute, was geht? Ich bin's wieder, Luca, und begrüße euch heute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar zu einem Video, auf was ich mich schon so ewig lange gefreut habe. Und zwar habe ich endlich meine Unique-Karte erhalten. Es ist keine Live-Reaction dabei, da ich die Karte heute früh bekommen habe und mir da direkt angeguckt habe. Ich werde euch trotzdem in diesem Video alle Fakten ringsrum um ihn benennen, was er meines Erachtens nach und nach Expertenmeinung etwa wert sein könnte und außerdem werde ich nochmal kurz die Probleme benennen, warum ich ihn jetzt erst bekommen habe und nicht schon vor 3 Monaten. Vielleicht wissen das noch ein paar OGs unter euch, das habe ich glaube ich schon mal angesprochen. Dennoch ist es jetzt soweit und ich zeige euch jetzt die ganzen Fakten rundherum um ihn so rum und ja, wir sehen uns nach dem Intro. Falls ihr selber Lust haben solltet, in so Rare mitzumachen, könnt ihr euch gerne über den ersten Link in der Beschreibung anmelden und eure allerersten Karten kaufen. Und jetzt würde ich nochmal ganz kurz auf das Problem eingehen, warum ich jetzt erst meine Unique-Karte bekommen habe. Und zwar habe ich damals bei diesen 30 Anmeldungen, bei den letzten 2 Anmeldungen, so eine Art Giveaway gemacht und habe gesagt, so Leute, falls ihr euch jetzt über meinen Link anmelden solltet und eure 5 Limited-Karten kaufen solltet, schenke ich euch noch eine Karte extra dazu. Und das zählt anscheinend als Bestechung oder sonstiges. War natürlich nie meine Intention dahinter. Ich wollte nie Leute bestechen. Hätte ich das gewusst, hätte ich nie so eine Art Giveaway gemacht. Ich wollte da einfach bloß freundlich sein. Das war der Grund, warum mir meine Unique-Karte anfangs verwehrt wurde. Und jetzt 3 Monate später habe ich noch meine freundliche Nachricht an den Support geschrieben, ob es nicht doch irgendwie möglich ist, dass wir das einrichten können, weil ich so viel Content und so viel so reproduziere. Und ja, sie waren freundlich. Sie haben es jetzt zugelassen, dass ich meine Unique-Karte bekomme und ich würde sagen, ich spann euch nicht weiter auf die Folter. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wen ich bekommen habe. Und zwar ist es Patrick Greil. Die Scores sehen auf den ersten Blick jetzt nicht Weltklasse aus, spielt aber bei Rapid Wien und ich werde euch jetzt mal genauere Daten nochmal zu ihm zeigen. So, und jetzt zeige ich euch nochmal die Scores und zwar können wir hier schon erkennen, der hat overall wirklich komplett solide Top-Scores meines Erachtens nach für einen Mittelfeldspieler. Ist auch erst frisch zu Rapid Wien gewechselt, ist der absoluter Stammspieler, laut der Quellen, die ich jetzt nochmal alle gefragt habe. Ist heute 26 Jahre alt geworden, ist auch ein super alter Rapid Wien, auch immer eher in der oberen Tabellenhälfte in der österreichischen Bundesliga dabei. Und man muss dazu natürlich bedenken, dass diese Unique-Cards, die man bekommen kann, immer maximal eine Tier-3-Karte ist. Also, was heißt maximal? Es kann immer nur eine Tier-3-Unique sein. Also Chancen auf ein Mbappé oder sonstiges hat man eh nicht. Und ich denke, für eine Tier-3, meinten auch die ganzen anderen Experten, sage ich mal, die ich noch gefragt habe, ist Patrick Greil wirklich Weltklasse. Weil wir sehen hier, der haut immer vollkommen solide Scores raus. Egal, ob er mal einen Scorer rausholt, sonst hat er auch wirklich super AA-Scores. Ja, war hier mal, hat hier mal kurz nicht gespielt. Aber sonst war er immer gesetzt, war bei Austria Klagenfurt, da hatte der schon super AA-Scores. Ist wie gesagt frisch gewechselt zu Rapid Wien. Und mich hat es erst verunsichert, dass er hier bloß Ersatzspieler war. Der Grund dafür war anscheinend diese Europa League-Qualifikation, dass da viel Rotation reingekommen ist und er deshalb einfach nicht, einmal nicht von Anfang an gespielt hat, soll aber laut Rapid Wien Experten der wahrscheinlich sogar beste Spieler bei diesem Verein sein. Falls ihr Experten da seid, könnt ihr gerne eure Meinung nochmal unten in die Kommentare schreiben. Und man sagt anscheinend immer grob, das ist so eine Regel, dass die Unique Card eines Spielers der 12-fache Wert der Rare Karte etwa ist. Das heißt, diese Rare Card ist etwa 0,09 Ethereum Wert. Das heißt, die Unique Card sollte so um die 1,1 bis 1,3 Ethereum wert sein, was ein Weltklasse-Preis wäre. Ich bin damit wirklich mehr als nur zufrieden. Sowas habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich muss natürlich gucken, ob sie im Endeffekt auch wirklich für den Wert weggeht. Wenn ich jetzt nie Angebote kriege und keiner diese Karte möchte, muss ich natürlich im Preis von Mal zu Mal runtergehen. Dennoch ist er, wie gesagt, gesetzt. Hat auch den mitunter höchsten Marktwert, glaube ich, im Mittelfeld bei Rapid Wien. Was ja auch schon mal oftmals ein bisschen was zu sagen hat. Wir können hier einmal auf Rapid Wien klicken. Da sehen wir, wir müssen hier zum Kader noch einmal gehen. Genau, Kader im Detail. Da sollten wir das jetzt alles genauer sehen. Und zwar hier ist das Mittelfeld und da sehen wir Patrick Greil, frisch gewechselt mit 1 Million Marktwert. Ist ja im Mittelfeld das Höchste, was wir da haben und sehen, ist zudem nicht mal als Sechser, sondern als Achter oder Zehner gesetzt. Das heißt, er hat dadurch höhere Chancen auf Assists oder Tore, was dazu nochmal ein Top-Vorteil ist. Und ich denke, overall bin ich wirklich mehr als nur zufrieden mit diesem Spieler. Ihr könnt ja gerne mal eure Expertise reinschreiben, was ihr denkt, was der Mann wert sein könnte. Hier haben wir ihn nochmal. Ich finde, dieses Design sieht auch einfach zu geil aus. Ich habe dazu nochmal Glück, dass es sogar eine neue Saisonkarte von dem Spieler ist. Und ja,
Schreibt da mal rein, was ihr denkt, was der Mann wert sein könnte. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, erstmal für 1,8 gelistet. Mal gucken, ob da irgendwie ein Angebot reinkommt. Und achso, das wollte ich noch dazu sagen. Ich werde vermutlich das Geld, was ich dafür für ihn kriege, in unter anderem mein Threshold-Team reinstecken für einen neuen Torwart oder für ein paar Trades und sonstiges, für ein paar Investments. Aber ich werde es alles auf jeden Fall in Zoraya drin lassen. Und ja, falls ihr noch irgendwie ein paar Preisexpertisen habt oder sonstiges Insiderwissen zu Rapid Wien oder vor allem zu ihm, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich glaube, das war es auch soweit mit dem Video. Ich will es jetzt noch nicht viel länger machen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.